Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2010 in Köln. Ja, wir haben jetzt hier den ersten Veranstaltungstag und wir suchen hier die interessanten Lösungen der Einbeziehung digitaler Medien in den Bildungsprozess. Und da sind wir hier auf der Zukunft Personal genau richtig. Wir sehen hier schon an einem Gemeinschaftsstand jede Menge spannende Lösungskonzepte. Denn Personalentwicklung, Weiterbildung, auch das ist ein Thema, was in Zeiten von Web 2.0 natürlich immer stärker digitale Medien mit einbezieht. Und hier haben wir ein ganz besonderes, interessantes Projekt halt gefunden. Und zwar geht es für Studenten darum, wirtschaftsnah, passgenau eine Ausbildung halt organisiert zu bekommen. Und wie das geht und was dahinter steckt, das erfahren wir jetzt von Professor Dr. Helmut Balzert von W3L. Schönen guten Tag, Herr Professor Balzert. Schönen guten Tag. Herr Professor Balzert, wir haben hier bei Ihnen ein Projekt gefunden, wo es ja darum geht, dass halt Studenten passgenau während der Ausbildung, während des Studiums bereits an die Wirtschaft herangeführt werden. Wie funktioniert das? Ja, wir haben ein neues Konzept entwickelt, was es ermöglichen soll, dass Studierende direkt am Arbeitsplatz studieren. Es gibt heute ja schon eine ganze Reihe Ausbildungen, die sich duales Studium nennen, wo Mitarbeiter in einem Betrieb dann an einer Akademie oder einer Hochschule noch studieren. Das heißt aber immer, dass die Mitarbeiter aus dem Betrieb heraus müssen und sind tagelang oder wochenlang nicht im Betrieb. Und wir sehen nun die Möglichkeit oder haben ein Konzept entwickelt, was wir Studieren am Arbeitsplatz nennen, Study and Job, was es ermöglicht, dass der Studierende 40 Stunden in der Woche im Betrieb tätig ist, dort online studiert. Das heißt, der Unternehmer stellt dem Mitarbeiter einen Online-Studienplatz zur Verfügung. Der Studierende studiert online und fängt an, immer schrittweise, immer mehr, dann bereits real im Betrieb zu arbeiten. Wie bekommen Sie für dieses Konzept Study and Job, wie bekommen Sie diese Bezüge zur Praxis denn organisiert? Ja, zunächst mal ist es so, dass wir einen Studiengang Web- und Medieninformatik konzipiert haben. Und zu diesem Studiengang gibt es einen Informatikbeirat, wo im Moment 15 Firmen Mitglied sind und wo dieses Studienkonzept vorgestellt wurde und die Unternehmen sagen können, finden wir in Ordnung oder wir hätten gerne noch dort ein Modul mit einer Vertiefung, der bestimmte Themenbereiche abdeckt. Von der Seite ist immer sichergestellt, dass der Studieninhalt und die Anforderungen in der Praxis entsprechend berücksichtigt werden. Gibt es bestimmte Anforderungen, wenn ich als Student mich dafür bewerben will, weil es ja ein sehr innovatives Konzept ist? Die Anforderungen legen die Firmen selbst fest. Wir haben im Moment über 10 Bildungspartner. Das sind vor allen Dingen Firmen im mittelständischen Bereich. Es ist so, dass die Studierenden können sich entweder bei unserer Firma W3L direkt bewerben oder bei diesen Bildungspartnerfirmen. Und die Firmen entscheiden dann entsprechend der Bewerberlage und den Anforderungen, die sie in ihrem Betrieb haben, welche Bewerber sie direkt einstellen. Haben Sie schon Erfahrungen sammeln können, inwieweit das halt für den Studierenden auch als Jobmaschine funktioniert? Wir haben das Konzept jetzt erst vor einem halben Jahr angefangen, haben 10 Firmen gewonnen und die ersten Firmen haben jetzt Studenten eingestellt und wir fangen jetzt an mit 2 Studierenden in diesem Bereich. Wir haben sonst über 110 Studierende bereits in diesem Studiengang. Das sind aber Studierende, die bereits in Firmen waren und als Berufstätige sich dann für das Studium nebenberuflich entschieden haben. Ja, noch ein Satz zu dem Unternehmen, was im Hintergrund steht. Sie sind ja der Geschäftsführer und Verleger von W3L. Was sind eure Geschäftsfelder? Ja, zunächst mal mein Hauptberuf ist, ich bin Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Softwaretechnik an der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben an meinem Lehrstuhl ein E-Learning-System entwickelt. Und als das E-Learning-System fertig war, hat die Industrie gesagt, finden wir toll, aber von einem Lehrstuhl kaufen wir nichts. Und darauf haben wir uns entschlossen, eine eigene Firma zu gründen, haben die dann W3L, Web Lifelong Learning genannt, also lebenslanges Lernen im Netz. Haben dann eine ganze Reihe Autoren gefunden, die Online-Kurse für uns erstellt haben und haben dann festgestellt, es macht doch Sinn, das Ganze zu bündeln und daraus einen Studiengang zu machen und haben in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Dortmund zunächst mal diesen Online-Bachelor-Studiengang Web- und Medieninformatik entwickelt und sind im Moment an der Konzeption eines neuen Studiengangs Wirtschaftsinformatik, ebenfalls als Bachelor und anschließend einen Studiengang Master Angewandte Informatik ist in Planung. Herr Professor Balzert, wir sind ja hier auf der Zukunft Personal, Europas größte Personalmesse, wenn man so will. Das Thema Fortbildung ist natürlich auch hier wesentlich, gerade in der Halle 2.2. Welche Zielgruppe adressieren Sie hier? Wir haben ja heute den Beginn der Messe. Ja. Auf welche Fachbesucher hoffen Sie am meisten?
Ja, zunächst mal so, dass wir alle Inhalte, die wir im Studiengang haben, auch an Privatpersonen und Unternehmen anbieten. Wir haben also große Unternehmen, die eben Module von uns für ihre eigenen Mitarbeiter haben. Der Vorteil bei uns ist, dass man die Module individuell zusammenstellen kann, also firmenspezifisch zuschneiden kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir viele Unternehmer erstens davon überzeugen können, dass Online-Weiterbildung eine notwendige Flexibilität bietet und sowohl für das Unternehmen als auch für den Mitarbeiter eine Win-Win-Situation darstellt. Von der Seite hoffe ich, viele Besucher aus Unternehmenskreisen, aus Personalabteilungen von diesem Konzept überzeugen zu können. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass da Nachfrager kommen werden. Vielen Dank, Herr Professor Balzert, an der Stelle. Ja, jetzt haben wir vieles gelernt und vieles gehört und wir haben mal wieder zuschauen können, wo halt Pionierarbeit geleistet wird. Ein ganz spannendes Konzept, Study and Job. Hier wird entlang der Bedarfe der Wirtschaft fundiert ausgebildet. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2010 in Köln. Wir haben noch einige Projekte, bleiben Sie dran.